Hello, my dear friends. My name is Lord Housefield and I give you a warm welcome. Nein, Quatsch. Mein Name ist natürlich Lothar Hausfeld und ich freue mich, dass ihr wieder bei Kfz-Welt TV, dem Automagazin der NOZ Medien, eingeschaltet habt. Wir sind heute hier nicht bei Rosamunde Pilcher, sondern auf dem Rittergut Osthoff in Georgsmarienhütte, wo man nicht nur Hochzeiten und ganz besondere Events feiern oder auch Pferde bei E-Horses kaufen kann, sondern wo man auch eine traumhafte Kulisse für ein ganz besonderes Auto findet, das Range Rover Evoque Cabrio. Und was der oben ohne Engländer so im Ausritt über die hochherrschaftlichen Ländereien hier kann, das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. SUV und Cabrio, das klingt natürlich erstmal nach einer etwas schrägen Kombination. Wobei, das hat es in der Vergangenheit häufiger schon mal gegeben, etwa bei Nissan. Die hatten vor einigen Jahren mal den wirklich schlimmen Designunfall Murano Cabrio im Programm. Den haben sie dann aber nach relativ kurzer Zeit wieder rausnehmen müssen, weil ihn niemand gekauft hat. Wow, das war echt eine Überraschung. Dass Land Rover etwas Ähnliches mit dem Evoque widerfährt, das ist zwar nicht gänzlich auszuschließen, aber ich halte es doch für relativ unwahrscheinlich. Denn schon die geschlossene Variante, die ist in reichen Städten wie München schon sehr präsent auf den Straßen. Und mit der offenen Variante gibt es jetzt eine interessante Alternative dazu. Die hat sich übrigens in den ersten Monaten des Jahres 2017 schon rund 1000 Mal verkauft in Deutschland. Und das ist für eine kleine Marke wie Land Rover schon ein sehr beachtliches Ergebnis. In Sachen Technik und Motoren unterscheiden sich Dreitürer, Fünftürer und Cabrio nicht sonderlich. Hier in diesem Modell arbeitet ein 180 PS starker Vierzylinder-Diesel. Der ist jetzt nicht unbedingt so stark, dass ich mit ihm Bäume ausreißen kann, aber zum entspannten Cruisen auf der Landstraße, dafür reicht er völlig aus. Und viel mehr als das will man ja mit einem Fahrzeug dieser Art in aller Regel auch nicht machen. Das Auffälligste an der Neungang-Automatik ist die Art und Weise, wie sie bedient wird. Beim Motorstart kommt der runde Bedienknopf aus der Versenkung hervorgefahren. Wenn ich den Wagen abstelle, verschwindet sie auch wieder dorthin. Ansonsten arbeitet sie ausgesprochen unauffällig. Unauffällig ist ansonsten allerdings ein Wort, das mir im Zusammenhang mit diesem Auto nicht in den Sinn käme. Mit dem Evoque Cabrio fällt man einfach auf, erst recht, wenn das Dach auf ist. Das dauert knappe 18 Sekunden, geschieht sogar während der Fahrt bis knapp 50 km/h. Kleine britische Beklopptheit am Rande, das Öffnen und Schließen des Daches geschieht per Knopfdruck und die Logik dahinter ist eigentlich genau verkehrt herum angeordnet. Zum Öffnen drücke ich den Knopf herunter, zum Schließen des Daches ziehe ich den Knopf zu mir hoch. In meiner Welt müsste das eigentlich genau andersherum sein. Aber gut, die Briten fahren ja auch auf der falschen Straßenseite. Das Evoque Cabrio ist kein Kurvenräuber, sondern ein konsequent auf Komfort gebürstetes Lifestyle-Modell. Entsprechend viel Wert wurde darauf gelegt, dass auch im offenen Zustand wenig Luft in den Innenraum gelangt. Für Frischluftfanatiker ist das laue Lüftlein deutlich zu wenig. Der Zahnarztgattin dagegen dürfte sehr recht sein, dass sie sich bei der Fahrt zum Shopping nicht auch noch anschließend frisieren muss. In den Kofferraum passen keine allzu großen Dinge, aber ich denke mal, die Range Rover-Klientel dürfte keine Schwierigkeiten haben, in den angesagten Boutiquen der Stadt kleine Accessoires zu finden und hier zu verstauen. Gerade mal 251 Liter fasst der Kofferraum, der zudem die Form eines Backofens hat. Man könnte natürlich jetzt nochmal weitere Gucci- und Prada-Täschchen auf die Rücksitzbank verstauen, dann fällt aber auch die Option des offenen Fahrens weg. Wie bei jedem SUV im Allgemeinen oder Land Rover im Speziellen sind auch hier die Allradfähigkeiten höchst theoretischer Natur. Natürlich kann ich auch mit dem Evoque Cabrio deutlich mehr als nur durch Pfützen fahren. Aber mal ehrlich, wer will denn den Teutoburger Wald hinaufkraxeln oder durch den Rubenbrooksee warten mit offenem Dach? Okay, die Optik ist natürlich Geschmackssache. An der Tankstelle meinte heute Morgen jemand zu mir, der Wagen sieht ja aus wie eine Badewanne. Die Frage nach dem Sinn darf man eigentlich auch nicht stellen, wenn man ein SUV mit einem Cabrio kreuzt. Aber es gibt ganz offensichtlich Leute, die diese Kombination anspricht. Und für die ist die Preisgestaltung eher zweitrangig und die stört dann auch nicht der Einstiegspreis von knappen 50.000 Euro. Für den 180 PS Diesel muss man dann schon 56.300 Euro hinblättern. Dafür bekommt man dann Allrad oder 380 Watt Audioanlage. Mit allerlei Extras wie in diesem Modell hier, dafür muss man schon knappe 74.000 Euro hinblättern. Und keine Sorge, wer sich hier vom Gestüt Osthoff nochmal ein Pferd abholen möchte, für den gibt es auch noch eine Anhängerkupplung im Programm. So, das war's. Ich galoppiere mal wieder davon. Bis zum nächsten Mal. Euer Lothar Hausfeld bei Kfz-Welt TV.